Hallo liebe Aufrufer, heute ist Mittwoch, der 23. Januar 2013 und ich habe hier nochmal Shortcut, die ganz Hochgeschwindigkeitsproduktion, ungeschnitten immer, ohne irgendwelche Manipulationen, nur zu einem Stichwort hier, Hartmut Andrychuk. Hartmut Andrychuk, der stammt aus Basinghausen bei Hannover, ich kenne ihn seit den 80er Jahren, da ist er mir als junger Hüpfer zugelaufen, in meiner hannoverschen Weltmeisterschaft in der Kunst, und Hartmut Andrychuk ist seit vielen Jahren in Berlin und er hat inzwischen auch einen kleinen Verlag, der heißt Hybriden Verlag, und er verlegt kleine handgemachte Künstlerbuchauflagen. Sowas hat er auch selber früher selbst gemacht, zum Teil im Fotokopierverfahren oder auch bei Verlagen, das sind dann so edel Kleinteile wie dieses hier. Das ist ein kleines Buch, das heißt Androgyn, also die Geschlechterübergangsfrage, Androgynsee. Ja, und das ist ein Prosatext von Hartmut Andrychuk, und mit dem hatte ich heute Nachmittag eine Verabredung und die ist wegen der weißen Scheiße aufgeschoben worden oder auch ganz ausgefallen. Wir sind uns da nicht ganz einig darin, ob wir uns überhaupt treffen wollen, ist aber auch vielleicht eine Sache, die bei Gott bleibt. Dieses Exemplar habe ich von ihm mal gewidmet bekommen, Androgynsee, Verlag Bettina Wassmann in Bremen. Hartmut Andrychuk, geboren 1957, und ich lese einen Teil, so schön ist das gemacht, hier vor. In der Nähe eines großen Boulevards steht Lucien mit frisch geschnittenen Fußnägeln vor einem hell erleuchteten Schaufenster. Es ist Hauptverkehrszeit und die Gendarmen regeln mit schrillen Pfeifen den Verkehr. Ein alter Mann, dessen Unterlippe bedächtig nach unten hängt, steht neben einem Schutzmann und gestikuliert mit den Armen. Der Polizist gibt ihm das Zeichen, die Straße zu überqueren. Der Alte verlässt die Verkehrsinsel, wobei er sich auf einen Stock stützt. Sieht man genauer hin, zum Beispiel durch ein Fernglas, so erkennt man ein herzförmiges Wappen unterhalb des Griffes vom Stock. Darauf ist ein röhrender Hirsch vor schneebedeckten Fichten abgebildet. Lucien, der immer noch vor dem Schaufenster verweilt und die Spielsachen darin betrachtet, hört einen kurzen, dumpfen Schrei. Er wendet sich ab von den grünen Fröschen, den schwarzen Schwänen und den Giraffen, deren Hälse viel zu kurz sind, wobei er keine Ahnung hat, wohin er jetzt gehen soll. Ein Notarztwagen rauscht an ihm vorbei, die Gesichter der Sanitäter sind tiefrot, beinahe violett. Lucien denkt für einen Augenblick, dass beide eine Blutvergiftung haben, sieht die Unsinnigkeit dieses Gedankens ein und macht sich dann auf den Weg. Hartmut Andrychuk, Schriftsteller und Verleger in Berlin, und das war meine Vorstellung hier seines kleinen Anfangstextes Androgynsee.